Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend und willkommen an diesem 11.11. Fußball und Wintersport hat gleich Norbert Lehmann. Einen schönen guten Abend auch von mir. Und das sind die Nachrichtenthemen von heute. Kein Strom, keine Versorgung. Das größte Krankenhaus im Gazastreifen stellt nach eigenen Angaben den Betrieb ein. Doch nicht alle Patienten könnten die Klinik verlassen. Ringen um eine diplomatische Lösung. Außenministerin Baerbock verhandelt im Nahen Osten. Und in Riad treffen sich arabische und muslimische Länder. Und feiern in schwierigen Zeiten. Tausende leiten in den Karnevals- und Fasnachtshochburgen die fünfte Jahreszeit ein. Die medizinische Versorgung im Gazastreifen wird immer schwieriger. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation funktionieren die meisten der insgesamt 36 Krankenhäuser nicht mehr. Heute musste offenbar auch die größte Klinik in dem abgeriegelten Küstenstreifen ihren Betrieb einstellen, weil kein Treibstoff mehr da ist, sagt die Hamas. Israel widerspricht. Aus Tel Aviv, Stefan Leifert. Die Dunkelheit der Nacht zeigt besonders klar, wie heftig der Beschuss auf Gaza ist. Aufgenommen von israelischer Seite in der Nacht zum Samstag. Das Vorgehen der israelischen Armee konzentriert sich heute auf das Al-Shifa-Krankenhaus, das größte im Gazastreifen. Unter dem Gebäude soll die Hamas ein Kommando- und Kontrollzentrum betreiben. Das hier ist mehr Kampfzone als Krankenhaus. Es ist eine gespenstische Atmosphäre. Die Bombardierungen dauern nun seit über 24 Stunden ohne Unterbrechung an, vom Boden, aus der Luft. Laut israelischem Militär haben 150.000 Menschen den Norden des Gazastreifens verlassen. Auf dem Gelände des Krankenhauses reihen die noch da sind, die Opfer aneinander. Premier Netanyahu besucht zum Schabbat die israelischen Soldaten und beschwört deren Kampfkraft. Wir hatten sehr, sehr schwierige Tage, aber ihr wisst, warum wir das alles machen. Unsere Kämpfer werden den Feind zerstören. Auch der Norden Israels ist heute wieder Kampfzone. Das Militär veröffentlicht Videos, die Luftschläge gegen Hisbollah-Ziele im Libanon zeigen sollen. Hisbollah-Chef Nasrallah richtet seine Warnungen erneut an die USA. Wer möchte, dass dieser Krieg nicht zu einem Krieg der ganzen Region wird, muss den Krieg in Gaza stoppen. Und wenn die USA wollen, dass die Operationen gegen sie aufhören, müssen sie den Krieg in Gaza stoppen. In Tel Aviv versammeln sich am Abend Tausende in Solidarität mit den Angehörigen der rund 240 Hamas-Geiseln. Die Traumabewältigung eines ganzen Landes geht weiter. Außenministerin Baerbock versucht zu vermitteln. Sie ist zum dritten Mal seit dem Terrorangriff der Hamas im Nahen Osten. Es geht vor allem darum, humanitäre Hilfe zu ermöglichen und die Geiseln zu befreien. Bei den Gesprächen mit Vertretern aus Katar und Saudi-Arabien ging es auch um die Chancen für einen Frieden und um die Perspektiven für eine Zwei-Staaten-Lösung. Anschließend reiste die Außenministerin weiter in die palästinensischen Autonomiegebiete im Westjordanland und nach Tel Aviv. Daniel Ponzen begleitet die Reise und ist uns jetzt aus Tel Aviv live von der Pressekonferenz der Außenministerin zugeschaltet. Daniel, was ist das bisherige Fazit dieser Reise, gerade auch nach dem Besuch in den Palästinensergebieten? Ja, dass sich die Lage nicht etwa entspannt hat, sondern weiter angespannt hat, wie sie gerade auch nochmal bei der Pressekonferenz hier deutlich gemacht hat. Die Außenministerin versuchte, die gemäßigten Kräfte im arabischen Raum zu stärken. Aber diese Kräfte haben deutlich gemacht bei den Gesprächen, dass es immer schwerer auch wird für sie, diese Vermittlerrolle einzunehmen angesichts der sich zuspitzenden Lage in Gaza. Eine Lage, die sich nun auf keinen Fall fortsetzen dürfe, übergreifen dürfe aus Westjordanland. Das war die zentrale Botschaft ihres Besuchs dort in Ramallah. Auch das Signal sollte davon ausgehen, erneut, wir sehen auch euer Leid, das Leid der Palästinenser. Sie hat auch sehr scharf die Gewalt durch radikale jüdische Siedler dort im Westjordanland verurteilt, hat allerdings zugleich auch bei jedem Statement auch gerade hier nochmal deutlich gemacht, dass die alleinige Schuld an der jüngsten Eskalation die Hamas trägt mit dem Terrorangriff vom 7. Oktober, der hier in Tel Aviv natürlich noch sehr stark nachhallt, vor allem bei den Angehörigen der Geiseln und der Ermordeten. Zwei von ihnen wird sie gleich treffen nach den politischen Gesprächen, die hier in wenigen Minuten beginnen. Vielen Dank für diese Einschätzung von der Pressekonferenz der Außenministerin aus Tel Aviv. Dankeschön, Daniel Ponzen.
Um über den Krieg in Gaza und mögliche Lösungen zu beraten, hat Saudi-Arabien die arabischen und muslimischen Länder zu einem Sondergipfel in Riad eingeladen. Mehr als 55 Staaten waren dabei, Jordanien, die Türkei und Katar, genauso wie Syrien und Israels Erzfeind Iran. Dessen Präsident Raisi sagte, wir küssen der Hamas die Hände für ihren Widerstand gegen Israel. Golini Atay berichtet. Zwei Gipfel an einem Ort. Mit dabei die Staatschefs der islamischen Länder und diejenigen der arabischen Länder. Sowohl US-Verbündete wie Jordaniens König Abdallah, als auch Iran-Hörige wie Syriens Machthaber Bashar al-Assad. Ein historischer Moment. Erstmals geben sich Irans Präsident Raisi und der saudische Kronprinz bin Salman die Hand. Einst politische Feinde. So viele Differenzen auf einen Nenner zu bringen, ein schier unmögliches Unterfangen. Doch der Schärfe des saudischen Gastgebers schließen sich viele hier an. Sie fordern einen sofortigen, echten Waffenstillstand in Gaza. Wir erleben eine humanitäre Katastrophe. Sie zeigt sich im Scheitern des UN-Sicherheitsrates und der internationalen Gemeinschaft, die ungeheuerlichen Verstöße Israels gegen das Völkerrecht zu beenden. Irans Präsident geht noch weiter. In einer propagandistischen Rede, die den Saal mobilisieren soll, verlangt er Waffenlieferungen für die Palästinenser und mehr. Wir fordern den Abbruch aller politischen und wirtschaftlichen Beziehungen mit dem zionistischen Regime und einen Handels- und Energieboykott. Doch damit bleibt Raisi allein. Weder Saudi-Arabien noch die Emirate folgen solchen Extremen. Am Ende verkündet der saudische Außenminister nur eine minimale Einigung. Eine Kerngruppe soll politischen Druck erzeugen, um weitere Waffenlieferungen an Israel zu verhindern und die Zwei-Staaten-Lösung voranzutreiben. In verschiedenen Städten in Deutschland hat es heute wieder Solidaritätsdemonstrationen für die Palästinenser gegeben. So wie hier in Wuppertal. Etwa 2000 Menschen protestierten unter strengen Auflagen und überwiegend friedlich gegen das israelische Vorgehen in Gaza. Ganz andere Dimensionen in London. Dort gab es heute wieder einen riesigen Demonstrationszug. Dabei ist in Großbritannien heute eigentlich der wichtigste Gedenktag für die Opfer der Weltkriege. Über den brisanten Tag in der britischen Hauptstadt Hilke Petersen. Sie ehren die Toten der Kriege. Ein großer und wichtiger Jahrestag für Großbritannien. Schweigeminuten quer durchs Land. Dabei gestört zu werden, die Befürchtung löste erbitterten Streit aus. Denn auch ein Pro-Palästina-Marsch zieht heute durch London, wie an den vergangenen vier Wochenenden. Doch so viele kamen noch nie, mehr als 300.000, so die Polizei. Die britische Innenministerin Suella Braverman hatte die Proteste Hassmärsche genannt. They are hate marches. Provokante Rhetorik ist ihr Stil. Der eigenen Polizei warf sie vor, Gesetzesbrüche pro-palästinensischer Kräfte zu ignorieren. Beim großen Marsch durch London unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen und ihre Forderungen. Ihr seht eine diverse Mischung von Menschen. Alle treten ein für Menschenrechte. Kinder dürfen nicht sterben. Wir brauchen Waffenstillstand. Das ist kein Hassmarsch. Hier ist jeder für Frieden. Die Strecke einige Kilometer entfernt vom Ort des nationalen Kriegsgedenkens. Das schützen zu wollen, hatte rechte Gegendemonstranten aufmarschieren lassen. Mehr als 90 Nationalisten und Hooligans werden festgenommen. Der Vorwurf an die Innenministerin steht im Raum, die Rechten ideologisch aufgestachelt zu haben. Jetzt zum Krieg in der Ukraine. Erstmals seit Wochen hat Russland wieder die Hauptstadt Kiew angegriffen. Größere Schäden und Verletzte gab es laut ukrainischen Behörden nicht. Auch aus anderen Landesteilen wurden Angriffe gemeldet. Besonders umkämpft ist nach wie vor Avdijivka im Gebiet Donetsk. Polizisten fordern die verbliebenen Bewohner auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Stadt wird laut Militärverwaltung quasi rund um die Uhr beschossen. Im Südwesten Islands bebt seit Tagen die Erde. Für Experten ein Zeichen, dass es bald einen Vulkanausbruch gibt. Die Behörden auf der Atlantikinsel haben eine sogenannte Gefahrenlage ausgerufen.
Tausende Erdstöße erschüttern seit knapp 2,5 Wochen die Halbinsel Reykjanes unweit der Hauptstadt Reykjavik. Der Ort Grindavík wurde vorsorglich evakuiert, das bei Touristen beliebte Thermalbad Blaue Lagune geschlossen. Winnie Hescher berichtet. So bebt die Erde seit fast 2 Wochen, tausende Male kurz, aber heftig im Südwesten Islands. Was im Erdinneren los ist, zeigt sich oberhalb, Risse, Gräben und meterbreite Spalten. Mir sind die Sachen aus dem Regal geknallt, ich rannte nur noch im Kreis, um irgendwie alles festzuhalten. In der Nacht wurde der kleine Ort Grindavík, keine 30 Kilometer entfernt von Reykjavík, evakuiert. Niemandem ist etwas passiert, aber die Sorge, dass etwas passiert, nimmt stetig zu. Alles, was wir an Daten haben, zeigt, dass unter der Erde die Magmakorridore und der Fluss des Magmas größer werden und dass ein Ausbruch in naher Zukunft immer wahrscheinlicher wird. Im Südwesten Islands war es schon in den vergangenen 3 Jahren zu Vulkanausbrüchen gekommen, immer nach längeren Erdbebenserien. Leider betrifft es jetzt eine Region, die eben besiedelt ist und in der relativ viel Infrastruktur angesiedelt ist. Die Blaue Lagune wurde vorsorglich geschlossen. Nahe dran auch das Geothermiekraftwerk, das den Flughafen in Reykjavík versorgt. Die evakuierten Menschen in Grindavík nehmen es auf ihre isländische Art. Niemand zu Hause, wir machen Vulkanurlaub. Jetzt ein Blick ins Deutsche Historische Museum in Berlin. Da widmet sich eine Ausstellung dem Liedermacher und Lyriker Wolf Biermann. Biermann war einer der schärfsten Regimekritiker in der DDR. Seine Ausbürgerung 1976 löste in West und Ost Empörung aus. Heute war Wolf Biermann selbst vor Ort und das Interesse an ihm und seiner Geschichte war groß. Christoph Lepple. Ganz neue Töne von Wolf Biermann. Sein Gedicht von den Menschen als Rap. Präsentiert von Hip-Hopper Torch im Deutschen Historischen Museum. Weisheit lächelt, Dummheit lacht. Ein pralles Berliner Wochenende für den Liedermacher Wolf Biermann. Konzerte, Filme und Führungen für eine lebende Legende. Nunmehr fast 87 Jahre alt und kein bisschen leise. Es lohnt sich, sich einzumischen in die eigenen Angelegenheiten und sich zu wehren gegen das Unrecht. Zu sehen sind 281 Objekte eines bewegten Lebens. Von der berühmten Konzertgitarre bis zur Abhörwanze. Der gebürtige Hamburger, ein streitbarer und wortgewaltiger Chronist der deutschen Teilung. Im Osten verfolgt und verschwiegen, im Westen viel gehört und gefeiert. Das ist eine sehr charismatische Art zu erzählen, das hat mich begeistert. Biermann ist für mich auf jeden Fall einer der wichtigsten Zeitgenossen meines Lebens. Ich habe ihn dann auch live gesehen und fand ihn als Persönlichkeit auch sehr imponierend, einfach mit einer sehr großen Ausstrahlung. In der Ausstellung können Kinder ihre Wünsche zeichnen. I love Biermann, Free Palestine Wolf. Dieses Bild gefällt Biermann ganz besonders. Wenn ich das lese, denke ich, dieses Wort ist leider unvollkommen. Dort müsste stehen Free Palestine von Hamas. Das Biermann-Wochenende in Berlin. Gefeiert wird ein Mann, der Geschichte geschrieben hat. Übrigens, die Ausstellung wird bis zum 2. Juni 2024 verlängert. Und dann war ja dann noch was heute. Traditionell am 11.11. geliebt von den einen, kopfschüttelnd beäugt von den anderen. Um 11.11 Uhr ging's los, vor allem in den Fasnachtshochburgen Mainz, Düsseldorf und Köln. Jan Hofer hat mehr. Es geht wieder los, laut, fröhlich und bunt. Schon am Vormittag sind hier in der Kölner Altstadt zehntausende Jecken auf den Straßen unterwegs. Wir freuen uns natürlich mega, dass es endlich wieder losgeht oder endlich wieder super voll ist und alle Spaß haben. Feiern sollen wir auf jeden Fall. Wir müssen ja irgendwie wieder Kräfte sammeln, uns motivieren für die Welt da draußen. Weil der 11.11. in diesem Jahr auf einen Samstag fällt und die Sonne scheint, erleben Karnevalshochburgen wie Köln einen echten Ansturm. Besonders beliebte Feiermeilen sind schon vormittags wegen Überfüllung gesperrt. Die Stadt hat eine Ausweichfläche so groß wie 4 Fußballfelder vorbereitet, für die nirgendwo reinkommen. Für die Polizei ein Großeinsatz.
Flächen. Wir haben bisher immer mal wieder ein bisschen Druck an Sperrstellen. Da unterstützen wir dann die Stadt, die Ordner und die Sicherheitskräfte. Aber bisher ist die Bilanz dessen, was wir haben, einige wenige Körperverletzungen, Beleidigungsdelikte, Sachbeschädigung, aber ist alles noch im Rahmen. Die größte Synagoge der Stadt liegt zudem mitten in einem Party-Hotspot. Um sie hat die Polizei eine Schutzzone errichtet. Es ist ein 11.11. in unruhigen Zeiten. Und jetzt Wintersportsaison-Auftakt im Slalom der Frauen. Ja, im finnischen Levi. Und den hat die Slowakin Petra Vilova souverän gewonnen. Vor Lena Dürr, die eine Superleistung zeigte. Die Münchnerin steht damit zum 10. Mal in ihrer Karriere auf dem Podest. Es war der erhoffte gute Saisonauftakt für Lena Dürr auf einer ihrer Lieblingspisten im Weltcup. Die WM-Dritte mit einer überzeugenden Leistung in beiden Läufen. Als Zweitbeste geht sie in den Finaldurchgang, wo sie Nervenstärke und technische Präzision beweist. Spitzenfahrerinnen wie US-Star Michaela Schifrin oder die Schwedin Sarah Hector verweist sie auf die Plätze. Nur eine fährt heute wie in einer anderen Liga. Petra Vilova baut ihren Vorsprung aus Lauf 1 von 18 Hundertstel immer weiter aus. Die Olympiasiegerin aus der Slowakei gewinnt mit unglaublichen 1,41 Sekunden vor Lena Dürr und der Österreicherin Katharina Linsberger. Lena Dürr aber hat eindrucksvoll gezeigt, dass auch in diesem Winter wieder mit ihr zu rechnen ist. Zur Fußball-Bundesliga, da hat Bayern Heidenheim besiegt und die Tabellenführung übernommen. Hier die bisherigen Ergebnisse des 11. Spieltags. München gegen starke Heidenheimer 4:2. Augsburg und Hoffenheim trennen sich 1:1. Stuttgart besiegt Dortmund hochverdient mit 2:1. Der Siegtreffer durch den wiedergenesenen Gyrassi. Darmstadt und Mainz 0:0 in einem niveauarmen Duell. Und das Abendspiel Bochum gegen Köln. Bereits gestern besiegte Gladbach Wolfsburg souverän mit 4:0. Blick auf die Tabelle, München zumindest für eine Nacht Tabellenführer. Leverkusen kann morgen wieder vorbeiziehen. Stuttgart festigt den 3. Platz vor Dortmund. Dann Leipzig und Hoffenheim. Die 2. Tabellenhälfte beginnt mit Augsburg und am Tabellenende Mainz durch den Punktgewinn. Jetzt 16. dahinter Union und Köln. Das Abendspiel Bochum gegen Köln ausführlich bei uns zu sehen im aktuellen Sportstudio. 23 Uhr zu Gast VfB-Stürmer Dennis Undorf und Tennisspielerin Laura Siegemund. Im ersten Halbfinale des IAF Superglobes haben die Füchse überraschend Barcelona besiegt. Die Berliner Handballer setzten sich nach Verlängerung knapp mit 35:34 durch. Jubel bei den Füchsen Berlin. Der Traum vom Titel bei der Club-WM lebt. Es ist ein harter Kampf mit dem FC Barcelona um den Einzug ins Finale. Dabei wird der junge Füchse-Torhüter Lasse Ludwig in der regulären Spielzeit 10 Sekunden vor Schluss zum Helden. Pariert den 7 Meter der Katalan und rettet Berlin in die Verlängerung. Der beste Werfer der Partie, Matthias Gitzel, bedient hier Nils Lichtlein zum Siegtreffer. Der anschließende Freiwurf des FC Barcelona, keine Gefahr für Berlin. Die Füchse zeigen Kampfgeist und sorgen für eine große Überraschung mit dem Sieg über das spanische Top-Team. Und im zweiten Halbfinale spielt gerade Magdeburg gegen Kielce. Könnte also ein deutsches Finale geben. Ja, toll. Drücken wir die Daumen. Ja. Es gab schon ein bisschen Schnee in den Höhenlagen. Er wird sich wohl nicht lange halten, denn es kommt Regen und es wird milder. Details hat gleich Katja Hornefer. Um 10:45 meldet sich Marietta Slomka mit dem Heute-Journal. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Samstagabend und sind morgen wieder da, wenn Sie mögen. Tschüss. Guten Abend. Auch wenn es heute in den Mittelgebirgen mal etwas geschneit hat, für die meisten von uns dominieren doch derzeit noch die Herbstfarben. Das sieht in den Alpen anders aus. Da hat es zum Teil ja schon kräftig geschneit. Und morgen können in der Schweiz oberhalb von 2000 Meter durchaus 50 Zentimeter Neuschnee fallen. Dann aber kommt vom Westen kräftiger Regen heran. Und bis Montagabend können innerhalb von 48 Stunden im Allgäu bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Die Wasserstände von kleineren Bächen und Flüssen in Süddeutschland werden also ansteigen. Heute Nacht fällt kaum Regen. Zum einen hier im Norden, aber auch am Alpenrand, da ist doch noch etwas Schnee dabei. Sonst ist es trocken und die Temperaturen sinken auf +7 bis -3 Grad. Die Höchsttemperaturen morgen liegen zwischen 4 und 10 Grad.
Im Nordosten kann es morgen noch etwas regnen. Sonst aber wird es ganz freundlich zwischen dem Emsland und dem Erzgebirge und der Donau. Da zeigt sich immer mal wieder die Sonne zwischen den Wolken. Anders sieht es im Südwesten aus. Da kommen die neuen Regenwolken heran. Und anfänglich ist auch Schnee dabei. Und sehr wechselhaft, stürmisch, mit viel Regen und mild beginnt dann die neue Woche bei 6 bis 15 Grad. Schönes Wochenende.